Hallo und herzlich willkommen in Evas Büchereckchen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich über Kinderbücher spreche. Heute habe ich euch mitgebracht Minna und die magische Stadt von der deutschen Kinder- und Young Adult-Buchautorin Carina Zacharias. Das ist ein Buch für Kinder ab 10 Jahren und wie man dem Titel schon entnehmen kann, geht es um Magie und Zauberei. Also für alle, die gerne in magische Welten abtauchen, ist das sicherlich ein tolles Buch. Erschienen ist es 2022 im Wunderhaus Verlag und es geht um Minna, die ist 12 Jahre alt, ist als Waisenkind bei zwei älteren Damen aufgewachsen, wo sie ganz viel Hausarbeit machen muss. Sie hat keine Zeit, sich mit Freunden oder anderen Kindern zu treffen und es geht ihr da eigentlich nicht sehr gut. Und sie hofft sehr darauf, dass sie eines Tages in die magische Stadt, in deren Nähe sie wohnt, reisen kann, um dort eine Lehre als magische Handwerkerin zu machen. Denn das Besondere an der magischen Stadt ist, dass dort Handwerker magische Talente entwickeln und die Dinge, die sie produzieren, dann irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Also es entstehen in dieser Stadt ganz viele tolle, manchmal auch ein bisschen schwierig zu handelnde magische Artefakte. Und ja, das ist eben die Geschichte, wie Minna aufbricht in die Stadt, um dort Handwerkerin zu werden und die Abenteuer, die sie dort erlebt. Denn die Stadt hat ihre Schattenseiten, ihr Lehrmeister scheint auch irgendwelche Geheimnisse zu haben. Außerdem möchte Minna herausfinden, was mit ihren Eltern geschehen ist und erhofft sich da dann auch in der magischen Stadt vielleicht Hinweise zu finden. Sie lernt dort Freunde kennen, erlebt mit denen gemeinsam große Abenteuer und ja, im Verlauf der Geschichte finden sie dann auch heraus, dass ein Teil der Geheimnisse, denen sie so begegnen, Teil einer größeren Gefahr sind und dann müssen sie eben auch ein ganz großes Abenteuer bestehen. Das ist ein ganz tolles, in sich geschlossenes Kinderbuch mit einer ganz tollen Form von Magie, wie ich finde, und auch die Art und Weise, wie sozusagen die Geschichte gestrickt ist, wie sich die verschiedenen Rätsel und Geheimnisse am Ende dann zusammenfügen und erklärt werden. Das, finde ich, ist ganz toll gelungen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist ab 10 Jahren empfohlen. Ich denke aber auch, dass etwas jüngere Kinder damit durchaus schon gut zurechtkommen werden. Es gibt keine besonders gruseligen oder grausamen Szenen da drin. Es ist spannend, aber nie auf eine Art und Weise, wo ich denken würde, da fühlen sich die Kinder so sehr bedroht, dass das für sie schwierig werden könnte, das zu lesen. Also ich denke, Kinder, die mit 8 schon viel lesen, können das lesen. Man kann das auch 8-jährigen Kindern auf jeden Fall schon schön vorlesen. Es ist so ein bisschen, ja, 5-Freunde-Feeling in magischen Umgebungen oder so eine Abenteuergeschichte in einem magischen Setting. Es ist ein bisschen historisch. Die Autorin hat, glaube ich, gesagt, es soll so um 1900 oder vergleichbar 1900 spielen. Es ist nicht irgendwo in dieser Welt spielt das, sondern eben in einer anderen Welt. Aber die Zeit ist etwa vergleichbar mit Europa um 1900. Und ja, das hat mir alles insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Und jeder, der solche Bücher mag, historisch mit ein bisschen Magie und magischen Artefakten, der wird da sicherlich total auf seine Kosten kommen. Es hat mir total gut gefallen. Ich habe leider jetzt gerade kein Kind in der Zielgruppe, aber mein 5-jähriges Kind ist auf jeden Fall total begeistert von dem Cover. Ich finde es auch sehr hübsch. Das will es auf jeden Fall schon mal in sein Regal stellen und wartet noch ein bisschen, bis es dann groß genug ist, das zu lesen. Ja, wirklich ein wunderschönes Buch, eine tolle, spannende, mitreißende Geschichte, eine tolle Protagonistin, wie ich finde. Und ja, auf jeden Fall eine große Leseempfehlung von mir. Die Autorin Carina Zacharias ist selber auch Booktuberin seit 5 Jahren oder so, stellt auf ihrem Kanal eher Bücher für Erwachsene vor, aus verschiedenen Genres, viel Fantasy dabei, aber auch alles mögliche andere.
und berichtet da auch so ein bisschen über ihre Erfahrungen als Autorin und mit der Veröffentlichung ihrer Bücher, was ich auch ganz toll und interessant finde. Also wer da Lust hat, mal reinzuschauen, eine ganz sympathische junge Frau. Und ich verlinke auch mal ihre Homepage. Da kann man sich dann noch mal angucken, welche anderen Bücher sie noch so geschrieben hat. Sie hat eben vor längerer Zeit, glaube ich, mehrere Kinderbücher veröffentlicht und dann zuletzt eher Young Adult Fantasy-Romane. Ja, da könnt ihr mal gucken. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere hier gelandet, der gerne YA oder New Adult oder so liest. Dann ist da vielleicht auch was für euch dabei. Ja, wie gesagt, Minna und die magische Stadt für große Grundschüler und ältere Kinder ab 10. Eine ganz große Leseempfehlung von mir. Und dann bleibt mir nur noch euch zu wünschen, dass ihr neugierig bleibt, viel Spaß beim Lesen habt und hoffentlich, ja, wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen werden. Bis dahin, macht's gut.